Heute schaue ich mir gemeinsam mit euch ein verlassenes Möbelhaus an. Leider gab es in dem Möbelhaus nicht mehr viel zu entdecken. Aber das, was ich noch gesehen habe, sah gar nicht so schlecht aus. Also, viel Spaß mit dem heutigen Abenteuer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns ein verlassenes Möbelhaus an. Das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Also, bleibt dran, bis gleich nach dem Intro. Ciao, ciao. So, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich schon auf dem Hauptgelände. Da vorne eine relativ stark befahrene Hauptstraße. Hier das Möbelhaus. Schon voll gekritzelt mit Graffiti und schieß mich dort. Mir kam jetzt eben gerade schon eine Frau mit Kinderwagen entgegen, hier auf dem ursprünglich einst Parkplatz für das Möbelhaus. Und jetzt schauen wir mal nach einem Eingang. Hier sehe ich schon, wurde der Eingang zugemauert. Bauzaun. Auch nicht mehr die beste Substanz. Aber ein Löchlein. Also ein extremes Löchlein. So, und schon stehen wir hier drin. Wahnsinnsatmosphäre. Das sind sogar noch die Rolltreppen in die einzelnen Etagen. Hier in der Mitte gab es dann wohl mal einen Aufzug. Aber hier wurde schon ordentlich randaliert. Okay. Zwei Etagen konnte man mit dem Aufzug dann befahren, also drei, um genau zu sein, die unterste, die zweite und die dritte. Es ist extrem ruhig hier drin, wie ihr wahrscheinlich auch hört. Demzufolge gehe ich davon aus, dass, dass hier jetzt gerade wohl keiner sein wird. Also ich würde ja sagen, da es mich immer ganz nach oben zieht, würde ich sagen, wir gehen mal in die oberste Etage. Der Aufzug geht ja wohl nicht mehr. Dann bleibt entweder nur noch die Rolltreppe oder die Treppen. Rolltreppe, machbar. Sehen könnt, seht ihr nichts. Jetzt zieht es auch andere Besucher her. Schalt mal den ISO auf Automatik. So, jetzt seht ihr auch ein bisschen was. Also Wahnsinn, wie groß so ein Möbelhaus ist, wenn es mal leer ist. Hier gibt es noch einen Treppenaufgang.
Ja, werden wir da einfach mal weiterlaufen. Oberste Etage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier auch noch einen Treppenaufgang aufs Dach geben könnte. Okay, hier waren Kundentoiletten wahrscheinlich. Schaltschrank. Notausgang, da schauen wir gleich mal rein. Okay, der ist zu. Ja, das könnte so ein Putzwagen gewesen sein wahrscheinlich. Ein Schaltschrank und Klimaanlage bzw. Belüftungsanlage. Hier ist noch ein Lastenaufzug. Der ist nicht mehr da. Okay. Die Wände sehen irgendwie nachträglich eingezogen aus. Vielleicht wollte man das Objekt hier auch nochmal zweckentfremden, umfunktionieren, wie es ja so oft passiert mit solchen Objekten. Da ist der Lastenaufzug von der anderen Seite. Wenn man jetzt mal überlegt, dass diese Räumlichkeiten alle mal bestückt waren mit Möbel, Sofas, Betten, was weiß ich was, Möbel halt. Und jetzt auf einmal alles leer ist, sieht auch so surreal aus. So, was haben wir hier? Okay, hier haben wir den anderen Treppenaufgang. Hier geht es hoch aufs Dach, aber leider keine Möglichkeit, da hochzukommen. Schauen wir mal da drüben, was da noch so geht. Hier liegen überall so Softwarekügelchen. Haben sie sich richtige Challenges gegeben hier wahrscheinlich. So, hier ist die Kuppel auch schon weg. Und hier ist halt quasi der andere Notausgang wieder runter. Jetzt laufen wir mal vorne an die Kante. Ja. Hier sieht man den ursprünglichen Treppenaufgang. Kann man auch gut rauf und runter laufen. Da werde ich jetzt auch wieder runterlaufen, weil ich mir nicht die Mühe machen werde, über die eh schon extrem wackelige Rolltreppe runterzulaufen. Deswegen halte ich das für die sinnvollere Art und werde dort wieder runterlaufen und mal schauen, was unten noch so geht. So, ich bin jetzt von da hinten, von den Treppen, ein bisschen rüber gelatscht. Hier geht es nämlich nochmal raus. Und das sieht nämlich auch noch ganz interessant aus.
Also ich weiß nicht, wenn das kein Offenbläs ist, dann fresse ich einen Besen. Also man kann von der Hauptstraße in das Gelände reinlaufen. Hier ist alles komplett offen und hier ist einfach nur Feld. Also hier ist einfach alles komplett offen. Hier ist nicht mehr eine Scheibe drin, nicht eine einzige. Man kann hier quasi vom Feld aus direkt hier reinlaufen. Wahnsinn, wie die Natur hier sich auch wieder alles zurückholt. Hier wachsen einfach Bäume aus dem Boden raus. Leider ist es schwer definierbar, welche Räumlichkeiten hier welche Funktion hatten. Hier geht es einfach nochmal in eine Lagerhalle rein, glaube ich. Also hier ist einfach nochmal eine weitere Halle. Hier ist ein Spiegel. Der Spiegel ist jetzt gerade so ein bisschen das Licht. Ich denke mal, der ein oder andere Gebäudekomplex wurde hier einfach als Lagerung benutzt. Schauen, wo es da noch hingeht. Okay, also hier ist Sackgasse, würde ich sagen. So, hier sind noch so einzelne, ja, Wasserbassins. Vielleicht wurden da irgendwie irgendwelche Pflanzen herangezüchtet oder Fische, keine Ahnung. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Auf jeden Fall ist es abartig vollgemüllt. Und ja, man sieht schon, wie da sich Moos ablagert. Und wahrscheinlich der ein oder andere Frosch schon sein neues Zuhause gefunden hat. Hier sind dann noch mehr Lagerhallen. Da oben sieht es so aus, als würde da das Licht brennen, aber das ist nur das Tageslicht, was jetzt quasi oben durch die Decke reinkommt. Jo. Besonders viel zu sehen oder zu entdecken gibt es hier nicht. Ich meine, dass jetzt hier keine Möbel mehr drin stehen werden, das war mir klar. Aber dass hier halt so gar nichts mehr drin ist, ich glaube, das alles, was es noch gab, mal hier drin, liegt jetzt da drin. Weiß nicht, das ist wieder so ein Indiz für mich, dass jemand wieder sein Hausrat oder Baustellenschutt nicht entsorgen wollte, weil entsorgen kostet ja Geld. Nee, stattdessen haut man das dann halt hier da rein. Da liegt ein Kinderwagen und Zeug. Dass die Leute sich dafür gar nichts schämen, ist mir echt ein Rätsel. Naja, ich werde jetzt mal so in Richtung Auto laufen. Ich werde jetzt nicht mehr hier vorne reinlaufen, sondern ich laufe jetzt hier lang und laufe einmal um das Ding rum, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es hier keinen juckt, dass man sich hier aufhält. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, sozusagen ein offen Lost Place. Und also wenn es dann der Mama mit Kinderwagen nicht juckt, hier lang zu laufen, dann juckt es mich noch am allerwenigsten. Ich möchte auch behaupten,
dass manche hier mit ihrem Auto drauf fahren oder mit RC-Cars oder mit was auch immer. Denn hier auf dem Parkplatz sind diverse Reifenspuren zu sehen. Deswegen denke ich mal, dass es da am Wochenende den einen oder anderen Jugendlichen hierher verschlägt, um ein bisschen Burnouts zu üben. Weil ich glaube nicht, dass zu Betriebszeiten die Leute mit Burnout hier auf dem Parkplatz draufgefahren sind. So, dann wollen wir unseren Spaziergang mal hier auf dem Betriebsgelände bzw. Parkplatz zu Ende führen und ein Abschlussfazit noch ziehen. Also hier teilweise, ich weiß nicht, ob man es erkennt, hier sind welche rumgedüst. Und ja, ich sag mal, wenn ich hier in der Nähe wohnen würde und ich hätte Bock, mal ein paar Burnouts, ein paar Donuts zu ziehen, dann wird es mich wahrscheinlich auch hierher verschlagen. Unglaublich, wie die einzelnen Parkbuchten hier schon zugewuchert sind. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier sind überall so Grasbüschel, wo eigentlich ursprünglich einst mal die einzelnen Parkplätze gewesen sind. Hier nochmal der Haupteingang. Da haben sie auch da oben an dem Treppenaufgang haben sie alles mit NATO-Draht voll gemacht, dass da kein Trottel auf die Idee kommt, da hoch zu klettern. Jo, dann haben wir das Ende des Lost Places mehr oder weniger erreicht. Da hinten habe ich jetzt noch geguckt, also da hinten. Da ist nichts mehr Besonderes. Deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.